Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Hey, es ist die 30. Ausgabe. Wow, cool. Jubiläum. Cool. So, wie schauen wir aus im politischen Österreich? Naja, in Schwarz-Blau, die Top-Nachricht meiner Meinung nach war Kurz der wichtigste deutsche Politiker. Der Strache wird sich gefreut haben, oder? Ja. Und es ist geschichtlich schon das zweite Mal. Lass uns. Ja. Aber ein Gedenkjahr darf ich dir schon sagen. Okay, das stimmt auch wieder. Was ist mit Strache? Das war ja nur irgendwas, oder? Der Strache, ja. Der Strache ist eine Woche lang Kanzler. Das heißt, ich gehe davon aus, er ist eine Woche lang dort, wo er immer hin wollte, und wird mit so einer Latte rumlaufen. Naja, die Begründung ist eigentlich einfach. Der Kurz und der Bundespräsident sind in China und die muss wer vertreten. Und wer ist doch besser geeignet als der Vizekanzler? Wahrscheinlich deswegen, weil er bei so einem Langstreckenflug nicht rauchen darf. Ah. Das wird sein. Er hat ein Rauchverbot, gell? Ja, eben. Gibt es da irgendwas zu sagen dazu? Nein. Okay. Aber was haben wir noch? Was wir noch haben, hast du die Zeit im Bild gesehen, wie der Bildungsminister seine Tür zum Büro? Piep, 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 piep. Richtig. Geil. Und das war auch von der Kamera. Ist das was für ein Minister? Für Datenschutz ist das? Nein, nein, Bildung. Ah. Und er ist ja nicht nur raffiniert, dass er es voll auf der Kamera macht. Okay. Hast du das Passwort gesehen? Nein. Ganz raffiniert. Okay. Lass mich raten. Du. Hochzeitsdatum? Na, fast. Noch raffinierter. Okay, was? Geburtsdatum. Ja! Da kommt keiner drauf. Die Lieblingscodes der Hacker sozusagen. Das kommt gleich noch 1111. Und was war die Woche beim Trump? Naja, das Thema weltweit schlechthin derzeit, Ostern. Ja, klar. Und Weißes Haus feiert natürlich auch Ostern. Mhm. Und wir wissen nur aus Obamas Zeiten, kannst du mal immer an die schönen Fotos von den Obamas zu Ostern? Ja, mit den Kindern am Rasen. Genau. Ja? Es war immer so, Michelle und er und die ganzen Kinder, dann Eiersuche und so, wunderschöne Bilder. Mhm. Trump ist anders, das wissen wir. Trump hat ein Foto von sich und am doofen Hasen. Mhm. Ist. Welcher ist jetzt der doofe Hase? Das überlasse ich dir. Und sonst? Aber also ich glaube, es ist immer nur gescheiter, dass er so einen Hasen fotografiert, weil sie dann irgendwie mit Eiern spielt. Ja, passt schon. Okay, und sonst? Naja, der Trump hat ja, dem ist es jetzt scheinbar wurscht, dass diese Affäre immer noch da ist mit seiner Wahlmanipulation, weil er hat jetzt den Putin einfach wieder mal eingeladen. But it's for life. Ich sehe schon. BFFs. Schaut so aus. Es ist ja komplett wurscht. Ganze Affäre mit Cambridge und so, Analytics, Russland wurscht, er landet jetzt wieder ein. Wie sagst du immer? Ted von Trump. Ted von Trump, richtig. Gut, eine Nachricht ist mir schon längst abgegangen. Die an Trump sein Steckenpferd. Was ist das? Die Mauer? Die Mauer! Genau! Die Mauer, die ist endlich wieder da. Mhm. Er redet wieder drüber. Okay. Und zwar jetzt hat er vor, weil das ein bisschen länger dauert mit dem Bauen, hat er gesagt, ja, was da, jetzt schickt man da die Armee runter, damit sie die Grenze sichern, das geht ja nicht. Ja. Und aus eigenen Recherchen, exklusiv für die Zuschauer der Schlagzeilenrevue, bringe ich jetzt Zusatzinfos zu dem. Und zwar, laut Verfassung darf das Militär auf amerikanischen Boden nicht eingesetzt werden. Deswegen muss der Trump die Nationalgarde mobilisieren. Wir wissen ja, wie der Trump gestrickt ist. Ja. In dem Moment, wo er das erfährt, hat er auch schon die Lösung. Die wäre? Er wird das Militär einfach in Nordmexiko stationieren. Ah, von der anderen Seite? Ja, genau. Gute Idee. Ich glaube, er wird es wirklich machen. Ja. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Ja, wenn die Burgenländer witzen, ist was dran. Okay. Weil sie verkaufen jetzt 0 Euro Scheine im Burgenland.
Ist das jetzt der Witz? Nein, das steht wieder heute. Okay. Jetzt kommt's aber. Okay. Die kosten 3,50 Euro. Kann man damit zahlen? Nein. Und die ersten 1000 sind schon verkauft. Wie geil ist das bitte? Ist ein gutes Geschäft? Na total. Die Burgenländer sind sicher so schlau wie die Mühlviertler. Okay. Was hast du als Erkenntnis von der Woche? Erste Aprilwitze, also Aprilscherze zu machen, das ist eine Kunst. Ja, glaube ich schon. Ja. Es kann nicht jeder. So wie wir zum Beispiel. Du spielst an auf die letzte Woche. Bin mir sicher, das wird für einige jetzt überraschend sein. Aber unsere Nachricht, dass wir eine Kolumne da heute bekommen, ist leider nicht wahr. Das ist ein Aprilscherz. Aber wir wissen, die heute hört zu. Genau. Sie schaut uns zu. Hallo, liebe Redaktion. Hallo. Ja, also es ist nicht jeder so geschickt wie wir. Zum Beispiel der Elon Musk, der Mr. Tesla, mit den Elektroautos, die Leute zusammenführen. Der hat gemeint, das ist lustig, wenn er schreibt, Tesla ist pleite. Am 1. April? Genau. Was ist dann passiert? Es haben ein paar Leute geglaubt. Okay. Was zu einem 8%igen Verlust am Börsenwert geführt hat. Na, uncool. Das heißt, manche Aprilscherze können teuer werden. Naja, aber was erwartest du von jemandem, der Elektroauto mit einer Rakete zum Mars schickt, wo es nicht einmal Steckdosen gibt? Aber da war. Gut, das war die 30. Ausgabe. Yes! Wir danken, dass ihr immer dabei wart. Und wir freuen uns auf die nächsten 30. Mindestens. Ebenso. Dann danke fürs Reinschauen. Bitte liken, Schreiben. Kommentieren und teilen und so. Genau. Das war's. Ja. Nächste Woche. Baba. Hast du Felsen gesagt? Ja.